Wie geht's euch, Eli? Super. Bei der Frage, wie geht's euch, ist die meiste Antwort, ja, es geht mir gut oder es geht gut mit Gottes Gnade. So antworte ich auch sogar so. Aber kann uns alle hier gut gehen? Kann es in unserem Leben alles gut laufen? Bei der Arbeit, in der Ehe, mit den Kindern? Ich glaube, wir sind im Laufe unserem Leben auf Schwierigkeiten, Herausforderungen immer wieder konfrontiert. Und manche dieser Herausforderungen sind so stark, dass unsere eigene Kraft, dass unsere Fähigkeiten, dass unser Wille einfach überfordert sind. Da müssen wir entscheiden, ob wir mit unserer eigenen Faust weiterkämpfen, bis wir verlieren, oder wir uns Hilfe holen. Ich nehme an, die meisten von uns werden sagen, okay, ich hole mir Hilfe. Die Frage wäre es, wenn wir um Hilfe holen, bei wem sollen wir Hilfe holen? Für die heutige Predigt habe ich mir Hilfe bei unserem Pastor Albert gesucht. Aber nein, es wird nicht um ihn gehen, sondern wir werden Menschen sehen, die Hilfe bei Jesus gesucht haben und was danach geschah. Ja, ich könnte natürlich genauso sagen, ich habe mir Hilfe bei Ido gesucht, oder? Okay, gebt dem Ido mal einen kräftigen Applaus. Wir machen das gemeinsam, weil es uns wichtig ist, dass Menschen in ihre Berufung hineinkommen, dass sie Schritte gehen. Und ihr werdet das in den nächsten Wochen auch immer wieder sehen, dass hier zwei Leute auf der Bühne stehen, dass wir Menschen, denen wir das zutrauen, wo wir eine Begabung sehen, dass wir sie unterstützen wollen und gemeinsam so die ersten Predigten machen. Deswegen ist es mir eine große Freude. Und das passt übrigens auch sehr gut zum heutigen Thema, denn wir werden uns heute zwei Geschichten anschauen, die ineinander verflochten sind. Über die eine wird Ido sprechen, über die andere ich. Wir werden uns zwei Menschen anschauen, die völlig am Ende waren. Die waren, es ging nicht mehr. Es gab keinen Ausweg, keine Lösung. Es geht in der Anfangsgeschichte, die dann auch die Endgeschichte ist, um einen Vater, der ein 12-jähriges Mädchen hatte, das im Sterben lag. Und in seiner Not wendete er sich zum Glück an Jesus und nicht an irgendeinen Medizinmann, Hexer, wie auch immer damals. Er bittet Jesus, zu ihm zu kommen. Und während Jesus natürlich reagiert, sagt, na klar komme ich, um deiner Tochter zu helfen. Sie machen sich auf den Weg, aber auf dem Weg werden sie gestört. Sie werden unterbrochen. Da kommt etwas dazwischen. Und zwar eine Frau, die sehr viel mit diesem Mädchen zu tun hatte. Das Mädchen war 12 Jahre alt, das im Sterben lag. Und es kommt eine Frau und unterbricht Jesus, die 12 Jahre lang gelitten hat an einer Erkrankung. Und so werde ich die Geschichte von dem Mädchen erzählen und Ido nimmt uns in die Unterbrechung mit rein. Und dann darf ich am Ende wieder weitermachen. Ich würde gerne den Text vorlesen der ersten Geschichte und dann machen wir mit Idos Unterbrechung weiter. Wie klingt das gut? Wir lesen aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 5, Vers 21 bis 24. Da heißt es, Jesus fuhr mit dem Boot wieder ans andere Ufer, wo sich bald eine große Menschenmenge um ihn versammelte. Er war noch am See, als einer der Synagogenvorsteher kam, ein Mann namens Jairus. Er warf sich Jesus zu Füßen und flehte ihn an, meine Tochter liegt im Sterben, komm bitte und leg ihr die Hände auf, damit sie wieder gesund wird und am Leben bleibt. Jesus ging mit ihm. Eine große Menschenmenge schloss sich ihn an und drängte sich um ihn. Das ist also die Ausgangssituation. Ein Mädchen liegt im Sterben und der Vater des Mädchens kommt und bittet Jesus um Hilfe. Wortwörtlich sagt er, mein Töchterchen liegt in den letzten Zügen. Er macht also deutlich, es sind die letzten Tage, die letzten Stunden, vermutlich die letzten Minuten ihres Lebens. Und Jesus reagiert natürlich
Er macht sich auf den Weg und spannend ist auch, der Vater will alles dafür tun und er fängt an, Jesus Tipps zu geben, was Jesus tun soll. Er sagt, Jesus, komm und leg ihr die Hände auf. Scheinbar weiß er, was zu tun ist. Er möchte, dass seine Tochter von Jesus berührt wird. Das ist die erste Berührung, um die es heute geht. Jesus weiß, jede Minute zählt, er macht sich auf den Weg. Und dann plötzlich bleibt er stehen und fängt mit seinen Jüngern zu diskutieren wegen irgendeiner Banalität. Und alle fragen sich, Jesus, ist das dein Ernst? Willst du jetzt wirklich darüber reden? Das Mädchen stirbt. Aber nein, Jesus wird unterbrochen und wir hören uns jetzt von Ido an, was der Grund für diese Unterbrechung war und warum er angehalten hat. Ja, danke Pastor Albert. Ja, er hat gut erläutert die Ausgangssituation. Was kann wichtiger sein als ein Mädchen, das im Sterben liegt, sodass Jesus unterbrochen wird? Dazu lesen wir gemeinsam in Markus 5, Vers 24 bis 34 die Geschichte weiter. Jesus ging mit ihm, eine große Menschenmenge schloss sich ihm an und drängte sich um ihn. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen und hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genutzt. Im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Diese Frau hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich gesund. Das geht noch weiter. Und wirklich, im selben Augenblick hörte ihre Blutung auf. Wow. Und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick merkte auch Jesus, dass eine Kraft von ihm ausgegangen war und drehte sich um und fragte die Leute, wer hat mein Gewand berührt? Seine Jünger erwiderten, du siehst doch, wie sich die Menschen um dich drängen. Und da fragst du, wer hat mich berührt? Aber Jesus blickte in der Menge umher, um zu sehen, wer es gewesen war. Zitternd vor Angst trat die Frau vor, sie wusste ja, was mit ihr geschehen war. Sie warf sich vor Jesus nieder und erzählte ihm alles, ohne etwas zu verschweigen. Meine Tochter, sagte Jesus zu ihr, dein Glaube hat dich gerettet. Geht in Frieden, du bist von deinem Leiden geheilt. Wow, spannende Geschichte. Ich glaube, im Allgemeinen tragen wir Verantwortung für unsere Schwierigkeiten. Und wir müssen etwas tun. Das ist unsere Verantwortung als Person. Wir müssen gegen unsere Schwierigkeiten, unsere Herausforderungen etwas tun. Beziehungsweise unsere Ressourcen nutzen. Diese Ressourcen können finanziell sein, diese können menschlich sein, diese können auch medizinisch sein. Um das gut zu charakterisieren, wir lesen noch wieder ein kleines Abschnitt von dieser Geschichte der Frau. Markus 5, 25, 26. Unter den Leuten war auch eine Frau, die seit 12 Jahren an schweren Blutungen litt. Sie war bei vielen Ärzten in Behandlung gewesen. Sie hatte dabei viel gelitten und ihr gesamtes Vermögen ausgegeben. Aber es hatte nichts genutzt, im Gegenteil, ihr Leiden war nur noch schlimmer geworden. Die Bibel erzählt uns von einer Frau, wir wissen nicht so viel Informationen über ihr Leben, ob sie verheiratet war, wie alt sie war, aber ganz was Wichtiges, die Bibel sagt, die Frau war 12 Jahre lang krank und sie hatte sogar alles versucht. Ihr Gesamtvermögen war ausgegeben. Das heißt, alle die Ressourcen, die zu dieser Zeit waren, die zur Verfügung für sie waren schon erschöpft. Sie hatte schon
alles versorgt. Und was ist auch mit uns, wenn wir unsere Ressourcen nutzen, wenn wir auf Schwierigkeiten konfrontiert sind? Wenn unsere Ressourcen nutzen und das klappt, das ist super, das ist wow, das ist auch echt gut. Aber was ist, wenn das Problem größer als uns ist? Wie machen wir weiter? Da, wenn wir schon am Ende sind, gibt es auch eine andere Ressource. Und diese Ressource ist die göttliche Ressource, die wir haben. Gott ist unsere Quelle, die niemals versiegt. Deshalb lade ich dich heute ein, dein Herz zu öffnen und dich an ihn zu wenden. Und für uns als Kinder Gottes geht das durch das Gebet. Und Martin Luther hat das sehr gut formuliert. Er sagt, beten Sie, als ob alles von Gott abhängt. Wenn Sie fertig sind, gehen Sie an die Arbeit, als ob alles von Ihnen abhängt. Um was zu sagen, lass uns nicht nur beten, aber lass uns nicht zu denen gehören, die glauben, dass nur die einzige Lösung an der Arbeit liegt. Wenn bei der Arbeit funktioniert, das ist gut. Wenn das durch das Gebet funktioniert, es ist auch gut. Aber ich glaube, bestens wäre, wenn wir die beiden kombinieren. Gebet und Tun. Das ist unsere Verantwortung und wir tragen diese Verantwortung durch unser Handeln bewusst. Und Gott trägt auch bewusst seine Verantwortung durch sein Handeln. Vielleicht bist du da und wirst mir sagen, ja, Paul Ido, du sagst was gut und es ist schön zu hören, aber ich habe schon alles versucht. Ich habe schon gebetet. Ich bin dorthin gegangen, ich habe dies und das gemacht. Aber wir hören auch das von der Geschichte der Frau. Sie hatte schon auch alles versucht. Aber diese Frau ist besonders. Und die Besonderheit dieser Frau ist, dass sie nie aufgegeben hat. 12 Jahre lang Krankheit, das ist schwer. Das ist wirklich schwer. Aber trotzdem hat sie niemals aufgehört. Sie hat immer daran geblieben, dass sie geheilt werden kann. Trotz ihrer ausweglosen Situation ist sie einfach mal fest dran geblieben. Und ich glaube für uns, für heute, wir können diese Frau als Vorbild nehmen, gerade wenn wir durch schwierige Phasen durchgehen. Was ist bei dir? Stehst du gerade vor einer schwierigen Situation? Bei der Arbeit, in deiner Familie, in deinem Umfeld, an der Uni? Denk einfach mal drüber nach. Und ich will dir was sagen. Hör nicht auf zu beten. Hör nicht auf zu kämpfen. Wenn du einmal gebetet hast, bet weiter. Zweimal bet weiter. Wenn du schon mal dies und das getan hast, bleib einfach mal dran und kämpf weiter. Wir lesen, dass weiter wie bei der Frau gelaufen ist. Sie hatte sicherlich schon gehört, dass Jesus irgendwelche Kraft hat. Sie hatte auch gehört, dass Jesus Leute heilt. Wenn man ihm anhört, dass die Menschen einfach mal geheilt werden. Und sie hatten diesen mutigen Schritt gemacht. Sie hatte eine Entscheidung getroffen. Sie wollte Jesus berühren. Für sie war das schon direkt klar. Aber es war nicht alles erledigt. Sie wusste, es wird nicht einfach, Jesus zu berühren. Sie wusste auch genau, es wird Hindernisse geben. Vielleicht wirst du sagen, wieso? Wieso Hindernisse? Überall, wo Jesus war, gab es immer eine Menschenmenge. Und für die Frau war das schon klar, dass die Menschenmenge ein Hindernis sein wird. Sie hatte schon direkt identifiziert und für sie war das schon klar. Wie ist das bei dir?
Hast du schon dein Hindernis identifiziert? Du stehst gerade vor einer schwierigen Phase und du hast Hindernisse. Diese Frau hatte eine. Diese Frau hat diese Menschenmenge als Hindernis. Vielleicht hast du zwei, drei oder mehr. Hast du dich schon anerkannt? Ich lade dich heute einfach mal nachzudenken, deiner Situation wieder zu veranschaulichen, von einem abstrakten Blick zu gucken und zu erkennen, wo sind meine Hindernisse. Ich habe eine Geschichte mitgebracht, beziehungsweise meine Geschichte. Bevor ich euch das erzähle, trinke ich nochmal einen Schnuck, bitte. Und vielleicht sind diese Hindernisse vielleicht deine Gedanken. Sind die auch vielleicht die Art und Weise, wie du mit den Menschen umgehst? Vielleicht ist das mit deinem Glauben zu tun. Wie ist das bei dir? 2022. Ich habe mit meiner Frau, wir haben uns entschieden, uns zu heiraten. Aber da kamen viele Probleme auf uns. Ich war in Kamerun. Kamerun ist übrigens mein Heimatland. Und ich sollte dort 3 Monate verbringen. Ich war da für ein Praktikum. Ich bin dort 6 Monate geblieben. 3 Monate mehr als geplant. Wir wollten uns in 2023 heiraten. Fast alle unsere Gespräche, die Männer können einfach mal das sehr gut vorstellen, kam diese Frage, wie geht das jetzt mit der Hochzeit? Immer wieder. Aber ich war in Kamerun. Wie können wir das machen? Meine Frau ist hier in Deutschland, in Bremen, und ich bin in Kamerun. Wie gehen wir um? Wir waren auf so ein Hindernis konfrontiert. Gebetet, gekämpft. Ich bin im Januar 2023 zurück in Deutschland. Und wir dachten, okay, was machen wir jetzt? Wie geht das weiter? Wir haben übrigens unsere Familie, meine Frau ist auch aus Kamerun, wir haben unsere Familien versprochen, dass wir nach Kamerun kommen werden, um uns zu heiraten. Aber da war noch ein Problem. Wir sollten mit Kompromissen umgehen, unsere Gedanken ändern. Vielleicht bist du auch so einer. Und wir sollten einfach mal Kompromiss finden, eine Lösung finden. Nach vielen Diskussionen und Überlegungen und Gesprächen haben wir uns entschieden, hier in Deutschland zu heiraten, beziehungsweise hier in der Elim. Aber die Geschichte geht weiter. Ein weiteres Hindernis kommt. Wir sind nicht deutsche Stadtbürger. Das heißt, es wird für uns schwer sein, uns hier in Deutschland zu heiraten, haben wir entschieden in Dänemark. Wir hatten auch von Freunden hier in der Elim gehört, dass in Dänemark die Behörden sind da einfach mal geringer als hier. Und wir gehen in Dänemark. Wir haben den Eintrag gemacht, schlechte Antwort kommen raus. Und sie wollen einfach mal unsere Hochzeit 2 Monate und 3 Monate verschieben. Wir dachten, oje, was machen wir denn? Wie gehen wir damit um? Wir kämpfen weiter. Unsere größte Herausforderung war unser Glaube. Wir wussten, wir werden uns heiraten, aber wir wussten nicht, dass unser Glaube so stark geprüft wird. Es war richtig schwer für uns. Wir haben gekämpft und übrigens sind wir seit schon über ein halbes Jahr verheiratet. Und ich habe ein Bild für euch. Beziehungsweise es war hier. Diese erste Berührung, was wir heute darüber sprechen, lesen wir in Markus 5, 28 bis 29. Denn sie sagte sich, wenn ich wenigstens seine Kleider berühren kann, werde ich bestimmt gesund. Und tatsächlich
Die Blutungen hörten sofort auf und sie spürte, dass sie von ihrem Leiden befreit war. Die Frau mit der Blutung war sehr kämpferisch. Sie hat nie aufgegeben. Sie hat es durchgeschafft, durch Hindernisse zu gehen und Jesus anzuberühren. Und Jesus hat ihre Situation komplett verändert. Sie hatte Hilfe bei Jesus gesucht und es hat geklappt. Deshalb frage ich dich und mich heute, können wir das auch? Für mich die Antwort ist ja. Ich denke auch für dich auch. In deiner Situation die Antwort ist ja. Aber was kann diese Berührung sein? Vielleicht denkst du, ja, wenn das gut geht. Aber ich will dir sagen, diese Berührung kann durch kleine Kleinigkeiten gehen. Es kann durch deine Art und Weise, wie du denkst, komplett verändert werden. Es kann durch eine neue Person, die dir einfällt bei der Arbeit, eine neue Inspiration sein. Es kann durch Menschen gehen, die dich ermutigen. Auch genauso bei uns. Für unsere Hochzeit hatten wir auf unserer Seite Menschen, die mit uns und für uns gebetet haben. Und wir sollten auch, wir haben immer wieder unser Vertrauen an Gott erneuert. Es kann durch dein Vertrauen sein. Vielleicht denkst du, Gott kann nur Kopfschmerzen und Bauchschmerzen heilen. Er kann keinen Krebs. HDAS, was wir beten hier, es ist einfach mal, okay, wir beten, weil wir Christen. Aber denkst du das wirklich? Ändere deine Art und Weise zu denken, wie Gott sein kann. Gott ist größer als Kopfschmerzen und Bauchschmerzen. Gott kann größer als das. Wir haben die Geschichte der Frau gehört. Sie hat tatsächlich Jesus berührt. Und damit sind wir am Ende unserer Unterbrechung gekommen. Eigentlich wollte Jesus woanders hingehen und die Sache mit der Frau zu klären. Beziehungsweise unser Pastor erzählt uns. Ja, vielen Dank, lieber Ido. Nochmal einen ganz, ganz kräftigen Applaus für ihn. Ja. Das war also die Unterbrechung. Es ging Jesus gar nicht darum, dass jemand ihn berührt hat oder angefasst hat. Ne? Weil stellt euch vor, er geht so, ne? Alle Jünger wissen, ein Mädchen liegt im Sterben und er hält an und sagt, wer hat mich angefasst? Ja. Und, aber hinter dieser Berührung steckt natürlich viel mehr, denn es war eine Berührung, die eine Veränderung gebracht hat. Und so hat sich Jesus um diese Frau gekümmert. Er ist stehen geblieben, sie war ihm wichtig und er hat das Mädchen, das im Sterben lag, warten lassen. Und nun hat er sich darum gekümmert, wir haben eine erste Berührung erlebt und Jesus wusste, die Zeit ist nun reif für eine zweite Berührung. Lasst uns lesen, wie es weitergegangen ist, ab Vers 35. Während Jesus noch mit ihr redete, also mit dieser Frau, kamen einige Leute vom Haus des Synagogenvorstehers. Deine Tochter ist gestorben, sagten sie zu Jairus. Was bemühst du den Meister noch länger? Jesus hatte zugehört. Ich weiß nicht, ich muss hier kurz stehen bleiben. Ich muss den Satz nochmal wiederholen. Jesus hatte zugehört. Wenn Menschen zu dir kommen und dich entmutigen wollen und sagen, ey, es ist schon zu spät. Jesus hatte zugehört. Jesus hört zu. Jesus hört hin. Ihm ist es wichtig, was in deiner Umgebung passiert. Jesus hörte hin, heißt es hier, er hörte zu und dann reagierte. Er wandte sich an den Synagogenvorsteher und sagte, du brauchst dich nicht zu fürchten. Glaube nur. Puh. Wenn das so leicht wäre. Da ging er weiter, erlaubte aber niemand, ihn zu begleiten, außer Petrus und Jakobus und dessen Bruder Johannes. Und als sie zum Haus des Synagogenvorstehers kamen und Jesus sah, wie alles in heller Aufregung war und die Menschen laut weinten und klagten, ging er hinein zu ihnen und sagte, was soll diese Aufregung? Warum weint ihr? Warum wohl, Jesus? Hast du es nicht gecheckt? Hast du das nicht gehört? Das Kind ist nicht tot. Es schläft nur.
Da lachten sie. Sie lachten ihn aus. Er aber schickte alle hinaus, bis auf den Vater und die Mutter des Mädchens und die Jünger, die bei ihm waren. Mit ihnen ging er hinein in den Raum, in dem das Kind lag. Er ergriff es bei der Hand und sagte zu ihm, Talita kum. Das bedeutet, Mädchen, ich befehle dir, steh auf. Und zum grenzenlosen Erstaunen aller erhob sich das Mädchen und fing an, umherzugehen. Es war 12 Jahre alt. Doch Jesus verbot ihnen ausdrücklich, jemand etwas davon zu erzählen, und er ordnete an, dem Mädchen etwas zu essen zu geben. Also über den letzten Satz werde ich heute nicht predigen, aber manchmal denke ich, Jesus soll anordnen, dass eine fette Party gemacht wird, dass Flugblätter gedruckt werden, dass überall erzählt wird, das Mädchen lebt wieder und ihr habt euch geirrt und sie war, ne? Aber Jesus kümmert sich um solche banalen Dinge wie, das Mädchen hat Hunger, gebt ihr was zu essen. Und für mich ist das so ein Gedanke zwischendurch. Jesus kümmert sich um die banalsten Dinge unseres Lebens. Lass das zu. Lass das zu. Erlaube es ihm. Teile das mit ihm. Es gibt kein Ding, das für ihn so unwichtig ist. Wenn es dich bewegt, dann bewegt es ihn auch. Wir sind also an der Stelle, wo diese Frau eine Heilung erlebt. Sie hat Jesus Zeit gekostet. Sie hat gestört. Und nun will Jesus weitergehen, aber in diesem Moment überbringen die Mitarbeiter von diesem Synagogenvorsteher, man kann das heute wie so ein Pastor einer Megachurch, kann man sich das vorstellen. Also er war schon angesehen und er hatte Mitarbeiter, weiß nicht, wie groß wir werden müssen, damit ich zu Hause Bedienstete habe, aber das ist nicht so wichtig. Auf jeden Fall kommen sie und die haben schlechte Nachrichten. Sagen, Jesus, sorry, zu spät. Und ich stelle mir vor, wie der Vater sich denkt, wie er entweder verzweifelt und sagt, wieso ist Jesus nicht gleich dahin gegangen? Ich kann mir sogar vorstellen, dass er auf diese Frau wütend ist, dass er sagt, wieso hat sie ihn bloß gestört? Sie hat ihn 15, 20 Minuten gekostet. Jesus hätte es noch geschafft. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du, wenn Dinge nicht klappen, nicht schnell in Ordnung kommen, die du dir wünschst, dass du vielleicht anfängst, bei Menschen nach Gründen zu suchen. Wer hat es verschuldet? Aber weißt du, lass es sein. Bewege deinen Blick weg von den Menschen, weg von den Hindernissen, weg von den Dingen, hin zu Jesus und schau auf Jesus. Und das Schlimme ist, diese Menschen, die schlechte Nachricht gebracht haben, sie fangen an, auf den Vater einzureden. Die sagen, lass Jesus in Ruhe. Sie fingen an, auf ihn einzureden, sagen, bemühe ihn nicht mehr. Deine Tochter ist tot. Verstehst du das nicht? Bemühe ihn nicht mehr. Und ich bin so dankbar, dass Jesus das gehört hat. Und ich will dich heute dazu ermutigen, Jesus zu bemühen. Lass Jesus nicht in Ruhe. Bete, bete, bete. Hör nicht auf. Klopf an die Tür. Klopf, warte. Bleib dran, mach weiter. Hör nicht auf zu hoffen. Hör nicht auf zu glauben. Weil wir sehen, was hier passiert ist. Jesus geht weiter. Er ist auf dem Weg zum Mädchen. Er kommt dort an und er hört dieses Gejammer und Geheule. Ich weiß nicht, ob du das schon mal im Fernsehen gesehen hast, vor allem in den orientalischen Ländern, ne, wenn da jemand gestorben ist. Es gibt professionelle Heuler, nenne ich sie. Ne, es werden Frauen vor allem angeheuert, die echt heulen und jammern und ein Klagelied anstimmen und du kommst dahin und denkst, die Pest ist ausgebrochen. Und Jesus kommt dahin und konfrontiert sie und sagt, ey, seid ruhig. Ist nichts passiert, ist alles gut. Das Mädchen ist nicht tot. Sie schläft nur. Klar war das Mädchen tot. Aber in den Augen von Jesus kann der Tod zu einem sanften Schlaf werden. Das Schlimmste kann er verwandeln. Und aus dem Tod wird eine kurze Pause, eine kurze Auszeit. Und plötzlich wird klar, wie falsch diese Menschen waren, die da getrauert haben, geheult haben, weil plötzlich wendet sich ihre Trauer, ihr Zerschlagensein in Gelächter, in gehässiges Auslachen. Sie fingen an, Jesus auszulachen. Und weißt du, wenn du dranbleibst, wenn du nicht aufgibst,
wenn alle Umstände dagegen sprechen, aber du sagst, ich bleibe dran, ich vertraue auf meinen Gott, wird es Menschen geben, die lachen werden. In diesem Moment erinnere ich an diese Geschichte. Wir wissen, ich habe ja gerade gelesen, wie das Ende war. Ne? Das Mädchen ist dann wieder gesund geworden, wieder zum Leben zurückgekehrt. Und ich stelle mir diese Gesichter von diesen Menschen vor, als Jesus mit dem Mädchen an der Hand aus dem Zimmer kommt. Am liebsten würde ich mir vorstellen, wie Jesus macht. Ich wünsche mir das so sehr, dass wir so eine Handlung unseren Problemen und Herausforderungen ins Gesicht mal machen könnten. Wenn wir ihnen sagen könnten, wenn ihr wüsstet, was passiert, wenn Jesus kommt. Wenn wir diesen Mut hätten. Schaut mal, was hier passiert ist. Wir sprechen ja von einer zweiten Berührung. Und was Jesus hier getan hat, war, wenn man das ganz genau nimmt, Sünde. Man sagt, oder an mehreren Stellen in der Bibel heißt es, Jesus war der hohe Priester. Er hatte eine ganz besondere Stellung und er war ein heiliger Mann. Und im Alten Testament gibt es einige Stellen, die sagen, ein hoher Priester darf keine Toten berühren. Denn dann macht er sich was? Er macht sich unrein. Er hätte sie gar nicht anfassen dürfen, wenn er strikt nach dem Gesetz gehen würde. Es war nicht erlaubt. Die Frau, die 12 Jahre krank war, sie hatte auch eine Erkrankung, die sie unrein machte und sie durfte Jesus nicht anrühren. Und schon gar nicht durfte sie sich durch eine Menschenmenge hindurchkämpfen, weil nach dem Gesetz machte sie alle Menschen unrein aufgrund ihrer Erkrankung. Und dann rührt sie Jesus an, aber anstelle, dass Jesus durch die Berührung unrein wird, passiert genau das Gegenteil, sie wird rein. Und jetzt geht Jesus noch einen Schritt weiter und schon wieder etwas, was mit Unreinheit zu tun hat. Und ich weiß es, dieses Mal ist es mir richtig entgegengesprungen bei der Vorbereitung mit Ido. Ich spüre, wie Jesus uns heute sagen möchte, vielleicht bist du derjenige, diejenige, die sagt, ich fühle mich nicht gut genug. Ich fühle mich unrein, ich habe gesündigt, ich habe Fehler gemacht, ich habe Mist gebaut, ich habe es nicht verdient, dass Jesus mich anrührt. Und mit diesen beiden Geschichten sagt dir Jesus heute, du bist rein. Ich bin größer als deine Unreinheit. Ich bin so viel größer als deine Fehler, als deine Unfähigkeit, als deine Sünde, als das, in das du, was du hineingeraten bist. Und es ist so gut, dass du heute gekommen bist. Und wir werden gleich mit Ido beten und euch dazu einladen. Und das ist meine erste Einladung heute. Strecke deine Hand zu Jesus aus. Er möchte dich heute berühren. Ich weiß nicht, wie lange du in diesem Schlamassel steckst, in dem du jetzt bist. Ob das vielleicht auch 12 Jahre sind oder noch länger. Vielleicht sind es nur 12 Wochen, aber sie fühlen sich an wie 12 Jahre. Und vielleicht hast du bisher nicht den Mut gehabt zu sagen, Jesus, kannst du da was tun, weil du dich als nicht gut genug gesehen hast. Ich möchte dir heute im Auftrag von Jesus sagen, stellvertretend, ich glaube, das liegt auf seinem Herzen, ich hatte jetzt keine Offenbarung, ich möchte dir sagen, gut, dass du gekommen bist. Und Jesus ist auch hier, er möchte dich heute anrühren, damit du gesund wirst, damit du geheilt wirst, damit du frei wirst, damit dir vergeben ist. Jesus ihn anhören. Diese Frau hatte alles versucht. Sie hatte alles ausgegeben. Niemand könnte ihr helfen. Jesus war ihre einzige Rettung. Jesus will heute deine einzige Rettung sein. Willst du doch mit Jesus probieren? Er will das. Vielleicht stehst du gerade und du fragst, wer ist Jesus? Ich kenne ihn gar nicht. Ich habe ihn überhaupt nicht getroffen. Aber
Er will dir begegnen. Er will dich reinholen, deine Hilfe sein, damit du nicht weiter alleine kämpfst, sondern dass du Jesus an deiner Seite hast. Bist du da und sagst, ich will Jesus in meinem Leben. Ich will nicht mehr allein kämpfen. Meine Herausforderungen sind so stark, ich bin überfordert. Aber der Jesus, was ihr gerade spricht, der will ich einfach mal in meinem Leben einladen. Der will ich als Retter, als einziger Erlöser in meinem Leben. Wir würden gern gemeinsam mit dir beten. Du kannst einfach mal, von wo du gerade stehst, die Gemeinde kannst die Augen schließen oder nach unten gucken. Und von da, wo du gerade stehst, einfach mal deine Hände ausstrecken. Wenn du sagst, danke, ich will Jesus in meinem Leben einladen. Ich will er als Retter und einzige Lösung. Wir würden gern für dich beten. Danke. Bist du noch da? Danke. Wisst ihr, ich habe vor kurzem mit jemandem gesprochen, der sehr wichtig, der mir nahesteht, der mir wichtig ist. Und er kämpft gerade. Er kämpft in seinem Leben, um ja, wirklich ganz klar ja zu Jesus zu sagen. Und er ist auch immer wieder im Gottesdienst. Und er sagt mir, ich würde so gerne die Hand heben am Ende, aber irgendwie schaffe ich das nicht. Ich glaube, weil er versteht, dass dieses Leben mit Jesus so etwas völlig anderes ist. Es gibt kein Zurück mehr. Es ist, als würdest du durch eine Tür gehen und in eine neue Welt hinein. Und diese Entscheidung, sie macht einfach einen riesen Unterschied. Und ich glaube, deshalb ist diese Meldung, der deine Hand so umkämpft. Und deswegen nehmen wir uns noch einmal Zeit und ich will dich noch einmal einladen. Wenn du heute hier bist und du dir unsicher bist, möchte dir sagen, ich verstehe das. Und gleichzeitig will ich dich ermutigen, tu das. Das ist die beste Entscheidung. Heute deine Hand zu heben und zu sagen, Jesus, ab heute du. Ab heute sollst du mein Leben in die Hand nehmen. Und wir geben dir gerne noch einmal diese Gelegenheit. Vielleicht bist du da und hast dich bisher nicht getraut und sagst, doch, ich will mein Leben Jesus geben. Dann heb gerne deine Hand, du guckst mit. Ja, ist noch jemand da, der sagt ja? Ja, danke. Ja. Noch jemand? Ja, Dankeschön. Danke schön. Ja, Ido wird dich jetzt unterstützen und die Gemeinde auch. Er wird vorbeten. Und vielleicht ist das dein allererstes Gebet, aber auch wenn schon dein 100. ist, sprich das einfach mit und nimm das für dich. Jesus, du bist die Rettung dieser Welt. Die Rettung dieser Welt. Ich habe von dir gehört. Ich habe von dir gehört. Wie diese Frau. Ich will eine Änderung in meiner Situation. Ich will eine Änderung in meiner Situation. Ich lade dich in mein Leben ein. Ich lade dich in mein Leben ein. Komm und sei mein Retter und mein Erlöser. Komm und sei mein Retter und mein Erlöser. Für heute und für die Ewigkeit. Für heute und für die Ewigkeit. Ich will dich an meiner Seite haben. Ich will dich an meiner Seite haben. Ich will mit dir kämpfen. Ich will mit dir kämpfen. Denn ich weiß, ich werde den Sieg haben. Ich werde den Sieg haben. Danke, dass du heute in mein Leben kommst. Danke, dass du heute in mein Leben kommst. Und ab jetzt bin ich neu. Im Namen Jesus. Im Namen Jesus. Amen. Amen, Amen. Herzlichen Glückwunsch an alle, die sich entschieden haben. Willkommen in der Familie.